Die Radio Hamburg Pokémans. Zum Mitschneiden und Sammeln. Heute das Heimwerker-Pokémon. Gattung gehört zur Familie der Do-It-Yourself-Pokémons. Größe 6er Nut auf 8er Dübel. Die Heimat des Heimwerker-Pokémons sind die nahegelegenen Baumärkte Max Klar, Alles ist Grobi oder das Klauhaus, der einzige Baumarkt ohne Kassierer. Jeden Samstagvormittag sucht und findet das Heimwerker-Pokémon zwischen den Regalen doppelt verschalte Regalleisten zum Selberbeizen, Einhandwasserhähne mit speziell verschraubter doppelseitig integrierter Abflussmuffel zum Anflanschen an Viertel Zoll Innengewinde aus verbindungssteifem Messinggebimsel. Draußen vor dem Markt hat das Heimwerker-Pokémon seinen Kombi geparkt. Dieser verfügt serienmäßig über eine dauerhaft umgeklappte Rücksitzbank mit integrierten Itong-Steinkrümeln in den Polstern. Dort hinein kommen nach einem durchschnittlichen Samstagseinkauf die 12 Gehwegplatten, eine Palette Ersatzdachziegelrot, 6 Dübelsätze Masterfix-Fax, 1 Zentner Fugendicht, 1 Zentner richtig Fugendicht, 1 Zentner Superfugendicht und 1 Zentner jetzt aber wirklich richtig doll Fugendicht, die Dichtmanschette Leck mich sowie der Akkuschrauber Akkuflex 7000C mit Vorwärts-Rückwärts-Allradantrieb und stufenlosem Plastikisolierungsgelöt. Zu Hause angekommen, stellt das Heimwerker-Pokémon fest, dass es die Hälfte von dem Zeug überhaupt nicht braucht und der Rest zum Glück nicht passt. Denn das Heimwerker-Pokémon liebt provisorische Übergangslösungen und sinnlose Umbaumaßnahmen, die sich unglaublich in die Länge ziehen, weil es dann nochmals 3 bis 6 Samstage im Baumarkt verbringen darf. Und sollte nach dem Bartausbau noch Silikon in der Kartusche sein, hat unser Heimwerker-Pokémon versprochen, Muttis Dinger noch ein bisschen aufzumotzen. Denn selbstgemacht macht eben immer mehr Spaß.